Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Back to the Future The Game. Und wir sind hier immer noch vor der Hill Valley Exposition 1931, wo wir alle schon einmal hin wollten. Und sprechen nochmal. Ich heiße all jene willkommen. Xian, ja, das wissen wir schon. Du heißt alle willkommen. Was gibt's Neues? Oder? Ideen. Hier oben. Ideen? Was für Ideen haben wir denn hier? Das hatte ich, glaube ich, alle schon. Das ist schon wieder so lange her. Ich sollte öfter spielen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles sie gefragt hatte. Ich glaube, ich habe sie alle schon gefragt. Das hier vielleicht noch nicht. Der Rest kommt mir bekannt vor. Fragen wir das nochmal. Aber mein Freund Emmett braucht unbedingt Hilfe. Er geht mit Edna Strickland aus? Ja, der braucht wirklich dringend Hilfe. Sie sollen ihn nicht verführen. Tun Sie nur, als hätten Sie was mit ihm. Das wird Sie irre machen. Das würde es wohl. Und? Mm-mm. Das würde ich keinem anderen Mädchen antun. Außer ich bin stinksauer auf Sie. Das könnte meinem Ruf als Muse schaden. Stinksauer, da war ihr. Bis bald, Trixie. Komm mal wieder vorbei. Ich glaube, wir hatten von einem LKW-Fahrer irgendwas bekommen. Was haben wir denn hier momentan? Algenkuchen. Eine Postkarte. Was ist das für eine Postkarte? Ja, Trixie, aber echt ein schönes Geweih. Das würde Edna aber ganz sicher nicht gut heißen. Wir können jetzt natürlich entweder das Ding Edna geben oder Trixie zeigen und sie damit erpressen. Warum eigentlich nicht? Ich bin mal ein bisschen fies. Marty ist viel zu nett. Hier. Guck dir das an. Und dann hilfst du mir, sonst zeige ich das, Edna. Ich will nur sicher gehen. Sind Sie das auf der Postkarte? Ja, das war mein erstes Fotoshooting. Willst du ein Autogramm darauf? Schon okay. Okay, damit kann ich sie nicht wütend machen. Ja, dann müssen wir es halt Edna zeigen. Mal gucken, was dann passiert. Oder wir zeigen es erstmal Arti. Bitteschön. Interessiert dich das? Wahrscheinlich nicht. Ihm gebe ich die Postkarte mit Trixie nicht. Dann nicht. Dann halt nicht. Dann geben wir sie halt Edna. Dann gehen wir mit dem Algenkuchen, oder? Hier, lecker Küchlein hier. Macht nur ein bisschen grüne, gelbe, blaue, verfärbte Zähne. Wie wäre es mit Algenkuchen? Besten Dank. Schmeckt anders. Anders. Können wir jetzt jedem geben hier? Dann haben sie alle hinter grüne Zähne. Hier, probieren Sie mal, Monsieur. Bitte, Typ. Hallo, Typ. Wie wäre es mit einem Algenkuchen? Ich bin wirklich etwas hungrig. Ja, wo zur Hölle hast du diesen Mist her? Von der Expo. Der ist gesund. Geben wir Trixie auch noch ein bisschen Algenkuchen, bevor wir etwa das Foto zeigen, weil wir gerade irgendwie Spaß haben. So, Algenkuchen, bitteschön. Da, nom nom nom. Wie wäre es mit Algenkuchen? Bei Algen denkt man gewöhnlich nicht an Nachtisch. Aber was soll's? Er schmeckt irgendwie... algig. Sehr speziell. Ach so. So, jetzt haben sie alle grüne Zähne. Ich weiß nicht, was uns das hilft. Geben wir Edna auch noch einen hier. Sie soll ja nicht leer ausgehen. Bitte. Und dann Doc noch. Den haben wir auch nicht vergessen. Hier. Wie wär's mit einem Algenkuchen? Aber gerne doch. Nicht schlecht. Ja. Algen, sagen Sie? Ich werde den Kuchen für den Essensplan im Waisenhaus vorschlagen. Und alle haben sie grüne Zähne. So, Doc kriegt auch noch einen. Wir sind ja nett. Der darf ja auch nicht verhungern. Der ist hier so am Rumackern hier. Bitte. Wie wäre es mit Algenkuchen? Pfui! Das schmeckt genau wie der Schleim, den Edna in der Burger Plus Küche in mich reingepumpt hat. So, können wir selber auch noch Algenkuchen essen? Nö. So, dann zeigen wir Edna mal dieses schöne Foto von Trixie und ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir machen es einfach mal. Es wird sicher irgendwas bewirken. Bitte. Vielleicht sollten Sie sich das mal ansehen. Guck schon. Warum in aller Welt sollte ich mir... Wow, was haben wir denn hier? Oh, Sir, Mr. McFly! Es scheint, Ihre Muse hat mehr inspiriert als nur den Fortschritt. Trixie? Oh nein, nein, nein. Was tun Sie mit einer schmuddeligen Postkarte? Was tut sie auf einer schmuddeligen Postkarte? Ich schwöre, Mr. McFly, wenn Sie das nicht überzeugt, dass Trixie Trotter ungeeignet ist, Hill Valley zu repräsentieren. Ich brauche keine Vorträge, wen ich einstellen kann und wen nicht, Miss Strickland. Trixie ist verdammt gut in dem, was sie tut. Mir ist egal, ob sie früher das wilde Weib aus Winnipeg war. Ihre Vergangenheit interessiert mich. Trixie? Was ist denn, Arti? Ich will ja nicht neugierig sein, aber in welchem Staat bist du aufgewachsen? In der Provinz Manitoba. Warum? Nicht einmal Amerikanerin!
Nun ja, Darling, die Satzung besagt ausdrücklich, dass die Hostess der Expo Amerikanerin sein muss. Wenn du wirklich Kanadierin bist... Werde ich gefeuert? Du feuerst mich? Ich will es nicht. Hier, da hast du's wieder. Nun, ich bin froh, dass endlich jemand auf die Vernunft hört. Wir müssen reden. Dann reden wir mal. Trixie? Ich mache es. Diese Schnepfe wird vor Eifersucht platzen. Sehr gut. Ich habe schon alles geplant. Wenn Emmett auftaucht... Wir tun es auf meine Weise. Was? Improvisation ist nicht meine Stärke. Und ich werde keinen Text lernen. Aber ich habe einmal in diesem Stück gespielt. Das Hausmädchen in Not. Ich könnte eine Szene daraus vorführen. Okay. Dafür brauche ich aber noch ein paar Requisiten. Warum überrascht mich das nicht? Einige Pelze. Weil er in einem Adventure ist. Diamanten. Er muss auch nicht echt sein. Das macht es leichter. Und etwas von deinem Freund, diesem Emmett. Hat er ein Fotoalbum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Bring es mir einfach. Pelze, ein Diamant und Emmets Fotoalbum. Und dann? Lehn dich zurück und sieh die Fellfetzen fliegen. Okay. Warum nicht was Einfacheres wie... Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Hallo. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmett trennen. Ach ja, richtig. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Nein. Die Pelze? Nicht in 10 Sekunden. Den Diamanten und das Fotoalbum? Nicht alle, aber ich arbeite daran. Gut. Ich brenne darauf, dem feinen Fräulein eine Vorstellung zu geben. Ich wollte eigentlich auch gar nicht nochmal mit dir labern jetzt hier, also bitte. So, Requisiten. Kommen wir da rein? Wahrscheinlich immer noch nicht. Monsieur? Ja? Wann öffnet die Expo? Erst heute Abend. Jeder, der hier nicht offiziell zu tun hat... Ja, ich soll abbauen, ich weiß. Danke für die freundliche Einladung, Ausladung, Umladung. Kommen wir eigentlich in diesen Keller da rein? Wahrscheinlich nicht. So, LKW-Fahrer. Monsieur? Ehrlich, ich werde den Laster nicht klauen. Das hast du ja auch nicht, das hast du ja mit Q-Ball labern. Budget. Hey, Kumpel. Na toll, der wieder. Bist du immer noch sauer auf Trixie? Ja, aber noch mehr auf den, wegen dem sie gefeuert wurde. Was für ein Zeug musst du denn hier so schleppen? Kein Schimmer. Elektro dies, Robo das, Dynamo was auch immer. Ich verstehe nur Bahnhof. Bleib sauber, Q-Ball. Das versuche ich doch immer. Können wir ihm auch hier seine eigenen Kekse nochmal anbieten? Wahrscheinlich wäre das sinnfrei. Aber es ist ein Adventure. Wie wäre es mit Algenkuchen? Nein, danke. Ich versuche abzunehmen. So, was haben wir hier? Liste der Emmets Stärken mit Deppen-Apostroph. Docs Notebook. Ich würde eher sagen Notizbuch, okay. Zeitung, Gitarre, Foto von George. Das ist alles nicht das, was Trixie haben will, glaube ich. Kommen wir hier raus? Nein. Und hier war dieses Dings, hatten wir uns letztes Mal auch schon angeguckt, das Diorama. Edna? Riech mal aus. Wieder da, Mr. Crockett. Wie kann ich Ihnen helfen? Gar ich habe nachgedacht. So. Bla bla. Nee, das... Das ist alles, was ich wissen wollte. Ja. Ja. Nämlich nichts. Noch auf der Suche. Bla bla bla. Kennen wir schon. Sag mal, hab ich's mal überspringt. So, Arthur. Hey, Artie. Kann jetzt nicht reden. Wie immer. So. Dann mal gucken. Kann uns Doc irgendwie helfen hier? Hey, Doc. Ich habe einen Plan. Trixie hilft mir bei meinem Plan. Gute Neuigkeiten. Trixie spielt wohl bei meinem Plan mit? Tu, was immer du tun musst. Aber bitte, verrate mir nur keine Einzelheiten. Ich glaube, langsam habe ich einen Plan. Gut. Verrate ihn mir. Nein, nicht. Immerhin geht es um meine Geschichte. Wenn ich den Plan kenne, verliere ich vielleicht meine Entschlossenheit. So, ja schön. Das hilft uns aber auch nichts. Können wir hier weg? Nö. Straße.
Wenn ich zu Emmett will, brauche ich einen fahrbaren Untersatz. Ja, latsch doch einfach hin, Mann. Anstatt hier stundenlang rumzulaufen und Zeit zu verlieren, kannst du auch woanders rumlaufen und noch mehr Zeit verlieren. Also müssen wir irgendwie diesen blöden Lastwagen kriegen. Die Frage ist nur, wie. Ehrlich, ich werde dir... Ja, das kennen wir schon. Hey, Kumpel. Na toll. Bist du immer noch sauer auf Trixie? Ja, aber noch mehr auf den wegen dem... Bleib sauber. Das versuche ich doch immer. Ja, das hilft uns natürlich auch weiter. Algenkuchen. Gitarre. Ich glaube nicht, dass er was damit anfangen kann. Ich habe gerade keine Lust auf ein Ständchen. Algenkuchen habe ich eben verabreicht. Liste von Emmets Stärken. Notizbuch. Das Notizbuch gehört Doc. Dem echten Doc. Eingang. Vielleicht kommen wir nicht an dem Typen da vorbei, oder? Ja? Wann öffnet die Expo? Erst heute Abend. Das war klar. Bringt das was? Nee. Nee, dann nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht nicht. Okay. Algenkuchen haben sie alle schon. Noch Algenkuchen? Ein Stück reicht, danke. Noch Algenkuchen? Nein, danke. Ich bin nicht hungrig. Vielleicht kann man ihm noch einen geben, dann sieht er sich im Spiegel und haut ab. Weil er sich vor sich selber erschreckt und sich für einen Alien hält. Genau. Noch Algenkuchen? Nur über meine Leiche. Na, kein Problem. Lässt sich regeln. So, Trixie. Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten... Das hatten wir auch schon alles. Hast du alle Requisiten? Blablabla. Ja, toll. Das hilft uns also auch nix. Noch Algenkuchen? Einmal reicht, Kleiner. Danke. Och, Mann. Vielleicht hilft das Notizbuch ja. Das ist ja was Persönliches von ihm. Wahrscheinlich aber nicht. Das Notizbuch gehört Doc. Dem echten Doc. Ja, das ist ja schön. Liste der Emmets Stärken. Hier, Liste der Emmets Stärken. Komm. Keine Ahnung, was das bewirkt. Ich auch nicht, aber es war ein Versuch wert. Zeitung? Keine Ahnung, was das... Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Die bringt ja nichts. Gitarre? Ich habe gerade keine Lust auf ein Ständchen. Dann nicht. Foto von George hilft wahrscheinlich auch nichts. Das Foto meines Dads gebe ich nicht her. Ja, schön. Was machen wir nun? Ich muss irgendwie an den LKW kommen, aber ich weiß nicht wie. Es hat auch keiner gemerkt, dass er grüne Zähne hat jetzt, oder? Wieder da, Mr. Crockett. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe nachgedacht. Emmett hat zu seiner Zeit viele zwielichtige Dinge getan. Mein Vizerektor sagte, ich solle mich von ihm fernhalten. Ihr Vizerektor klingt wie ein Dummkopf. Tja. Das ist alles, was ich... aber auch schon alles. Auch nicht sonderlich. Noch auf der Suche. Bla 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 bla. Was können wir hier überhaupt noch machen? Wir haben doch keine Möglichkeiten, hier wegzukommen, ohne diesen blöden LKW. Manipulieren können wir das Ding auch nicht. Und den Typen kriegen wir auch nicht weg. Das hatten wir auch schon. Wie wäre es mit Algenkuchen? Nein, danke. Bringt wahrscheinlich auch nichts, zehnmal dasselbe auszuprobieren hier. Ja, es hilft für alle nichts und ich muss wohl dann wieder nach einem Hinweis fragen. Würde ich mal vermuten. Was haben wir hier? Ziel. Suche für Trixies Vorstellung etwas, das wie ein Diamant aussieht. Ja. Schön.
Oder kann ich hier irgendwas abrupfen von dem... von dem Diorama? Oh, da haben wir ja schon was. Netter Klunker. Aber ich komme nicht an. Ja, dann muss das Ding aktivieren, würde ich sagen. Das Jahrhundert sieht rosig aus für unsere schöne Metropole. Springen Sie mit uns 50 Jahre in die Zukunft und sehen Sie das Hill Valley von 1981. Okay, natürlich wollen Sie unsere Bürger auch gleichzeitig an die frische Luft sein. Der ganze Fortschritte wird warten, bis Mutter Natur ihre Abenteuer aussieht, ist seine Funktion dieselbe wie immer. Ein künstlicher Menschguss wässert die trockenen Felder. Ein Tunnelnetzwerk, das eine Meile unter die Erde reicht, bietet den 10 Millionen Einwohnern des zukünftigen Hill Valley reichlich Platz zum Spielen, Arbeiten und um Kinder großzuziehen. Nach dem Regen... Wo will er hin? Ein künstlicher Regenbogen, der die Menschen von Hill Valley daran erinnert, dass ihre Wünsche erfüllt werden und das Leben schön ist. Knopf drücken, um das Hill Valley der Zukunft zu erleben, ca. 1981. Aber ich komme nicht ran. Dann machen wir es nochmal an. Vielleicht kommst du dann ran. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich habe auch sonst nichts, womit ich da irgendwie ran ragen könnte. Und nach dem Regen... Ein künstlicher Regenbogen, der die Menschen von Hill Valley daran erinnert, dass ihre Wünsche erfüllt werden und das Leben schön ist. Ist der doof oder was? Süße Träume, Hill Valley. Die Expo möchte Sie daran erinnern, alles, was Sie brauchen, um ihre... Träume wahrzumachen, finden Sie bei Hells Eisenwaren. Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Hells Eisenwaren seit... Sollst du sie auch nicht anschließen? Du sollst sie da nur dran pappen, dass das irgendwie... 1995 in die Gitarre nicht unserer schönen Stadt. Können wir sonst noch irgendwas klauen? Schön. Aber ich komme nicht ran. Und nach dem Regen ein künstlicher Regen. Natürlich, der die Menschen von Hill Valley daran erinnert, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Und was könnte Leben schöner sein als eine Spritztour mit dieser super Hochbahn von so morgen? Das. Sehr schön. Ich leih ihn mir nur aus. Das hätten wir auch einfacher haben können. Er hätte auf den Tisch klettern können, dass ich ihn einfach nehme. So klein ist er ja auch wieder nicht, ne? Monsieur. Gut, jetzt haben wir schon mal einen Diamanten. Das ist doch schon mal was. Einmal ein Diamant für Trixie. Bitte. Nicht abhauen hier. Voila. Hallo. Ziemlich schick für einen falschen Klunker. Ja. Gib her. Mach so weiter und ich find noch echt Gefallen an dir. Find lieber falschen Gefallen an Emmett. Ich arbeite dran. Was ist mit den Pelzen und dem Fotoalbum? Ich bringe sie Ihnen. Fotoalbum. Ist das kein Fotoalbum? Sieht aus wie ein Fotoalbum. Das Notizbuch gehört Doc. Dem echten Doc. Das Foto meines Dads gebe ich nicht her. Inventargegenstände kann ich nicht miteinander verwenden. Ne, offenbar nicht. Schön. Jetzt brauchen wir dieses komische Fell, wie auch immer, wo auch immer, warum auch immer. Und ein Fotoalbum. Hallo, Q-Ball. Hey, Kumpel. Na toll, der wieder. Was für ein Zeug musst du denn hier so schleppen? Kein Schimmer. Bleib sauber, Q-Ball. Das versuch. Ich kann doch jetzt nicht jedes Mal in der Lösung nachgucken, das ist ja auch doof. Kann ich mit Edna nochmal was Neues bereden? Wahrscheinlich auch nicht. Wieder da, Mr. Crockett. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe nachgedacht. Sie können mir gar nicht helfen, Monsieur. Das ist alles, was ich wissen wollte. Frau Fräulein. Gern geschehen. Noch auf der Suche. Was mache ich denn jetzt? Das ist jetzt doof. Ich kann dumme Laterne rumlaufen. Das mache ich. Das ist perfekt hier. Das kann ich den ganzen Tag machen.
Geht natürlich wegen der etwas blöden Steuerung nicht so schön, aber es ist eine gute Beschäftigungstherapie. Wir haben auch gleich die 20 Minuten voll, nämlich genau jetzt. Das heißt, ich könnte eigentlich weiter so dumm rumlaufen, etwas rumüberlegen und dann bei der nächsten Folge vielleicht auf die geniale Lösung kommen. Bis dahin laufe ich noch ein paar Kilometer und sage einfach mal Tschüss.